Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Neueste Folge Assassin's Creed Valhalla. Neuer Monat. Na okay, den haben wir schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt den 6. Dezember, 20.34 Uhr. Mein PlayStation Plus Premium war abgelaufen und ich habe es mir neu geholt. Und ein Spiel, es ist gerade... Ein Moment. Es ist, machen wir so. Es ist gerade ein großer Sale, also das kann man schon so sagen, bei der PlayStation. Und ich habe mir Call of Duty WW2 geholt. Das aus dem Zweiten Weltkrieg. Das gab es auch letztens im Angebot bei Steam. Aber da habe ich mir für 20 Euro Battlefield 2042 geholt. Und alle anderen Battlefield-Teile habe ich auch bei Steam. Wird es auch noch Folgen geben, sonst hätte ich mir das nicht gekauft, aber Schritt für Schritt, ne? Ja. So, es gibt auch noch andere Call of Duties für 20 Euro. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ja okay, hätte ich jetzt diesen Monat noch mehr Geld. Ich muss mir schon Geld von meinen Eltern geben lassen. Also es sind Geldgeschenke, das muss ich nicht wieder zurückgeben. Weil die Kosten einfach alles so teuer geworden ist. Strom, Heizung. Allein schon für Heizung bezahle ich 100 Euro mehr Miete. Jetzt. Also vorher waren es... Also wo ich hier vor 7 Jahren eingezogen bin, war die Miete bei 310 Euro. Das war ein Spitzenpreis. Dann ist sie immer weiter angestiegen die letzten 7 Jahre. Dann waren wir nachher bei 370, also 60 Euro mehr. Und jetzt auf einen Schlag 100 Euro mehr, also von 370 auf 470 Euro warm. Ja, und das ist, ja, was soll man dazu sagen, ne? Wo der Strompreis noch hinklettert, weiß ich auch nicht. Ich bin früher so bei 43 Euro gewesen und jetzt bin ich so bei 72 Euro. Ja, und das summiert sich alles, ne? So. Eine Insel der Aale. Teil von Das Lied von Soma. Kapitel 5. Oh, das ist gleich um die Ecke. Ach, den haben wir hier beklommen, ja, in der letzten Folge. Es war gar nicht so einfach, hier raufzukommen. Wir müssen hier rüber. Jo. So, auch nicht tief getaucht. Na, hier gibt es vereinzelt auch mal ein paar Schiffe, wie man sieht. Was tust du da? Wir sind auf dem Berggipfel, Soma. Und hier ist nur Platz für einen. Der Gipfel ist mein, Jarskonar. Grantabrück ist mein. Du verfluchte Ratte, Galen. Du warst es. Du hast dieses sächsische Ungeziefer in unsere Stadt gelassen. Du hast uns verraten. Es war doch vorherbestimmt. Wie der Lauf der Sonne und der Flug der Vögel. Du Feigling. Jemand Unschuldiges ist an deiner Stadt gestorben. Du richtest ein Blutbad an und benutzt deine Geschwister als Schild? Du hast mit dem Leben deiner Nächsten gespielt. Kein Fluss aus Blut ist tief genug, um mich von meinem Schicksal fernzuhalten. Es fehlt nur noch die letzte Strophe dieses Liedes.
Es ist mein Schicksal zu herrschen und es ist euer Schicksal zu sterben. Ihr alle. Für alle kommt der eine Tag. Meine Vision ist wahr geworden. Ich stehe auf dem Gipfel des Berges. Du stehst auf den Leichen deiner Geschwister. Ein hoher Preis für so viel Niedertracht. Ich erklomm den Gipfel des Berges meines Schicksals. Deine Visionen brachten dich bis zum Berggipfel. Doch dort gibt es nur Platz für einen. Und ich bin es, die stehen bleibt. Bitte, Soma. Ich will im Schoße der Götter enden. Bitte. Du lebst. Bei allen Göttern, Birna, du lebst. Galen konnte mich nicht töten. Das war nicht mein Schicksal. Bringen wir diese Drängar zu den Langschiffen. Wir segeln nach Hause. Ihre Wunden sind tief. Aber nicht tödlich. Das wird heilen. Ich hätte wissen müssen, dass es Galen war. Hätte ich meinem Bauchgefühl geglaubt, alles allein geregelt oder ihn früher enttarnt. Ja, wir haben uns auch vertarnt. Wir haben ja drei Möglichkeiten gehabt und wir haben uns für den Falschen entschieden. Ja, ist halt so. Soma, vergib mir. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geurteilt. Ich lag falsch. Ich bin verantwortlich. Wir haben die falsche Person gerichtet. Eine furchtbare Wahrheit, die wie Asche schmeckt. Ich gebe nicht dir die Schuld. Ich führte die Klinge. Die Entscheidung war meine. Nun muss ich mich vor meinen Leuten verantworten. Jeder Krieg fordert Opfer. Und ein Sieg kann bitter schmecken. Aber du hast die Stadt zurück.
Und Wiegmund ist tot. Und jegliches Vertrauen in mich auch. Wer soll mir noch trauen, wenn meine engsten Freunde nicht vertrauenswürdig sind? Es ist leicht, sich abzuschirmen und der ganzen Welt mit Härte zu begegnen. Denen um dich herum Vertrauen zu schenken, ist viel schwieriger. Und ist es auch mehr wert, nur weil es schwieriger ist? Ich finde schon. Du trägst bereits eine große Last. Belaste dich nicht noch mit einem harten Herzen. Danke, dass du das mit mir durchgestanden hast. Meine Treue und meine Waffen stehen dir von nun an zur Seite. Eivor vom Rabenclan. Gut. Eines Tages brauche ich sie vielleicht. Schwere Entscheidungen, Errungenschaft. Na, Trophy heißt das ja auf der PS5. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Frucht. Gemeinsame Vergangenheit. Die Fäden der Nornir reichen über Raum und Zeit und bringen verwandte Geister zusammen, um sich einem gemeinsamen Feind zu stellen. Urkunde. Der Rabe und der Kuckuck. Der Kuckuck, ne? Kennt ihr bestimmt. Ein Kuckuck. Oh, das ist aber Stärke 45. Das sollten wir erstmal nachlassen. Das geht nachher bis Stärke 121. Das Spiel ist im Store nur noch bis zum 20. Dezember. Und ja, das werden wir wohl nicht schaffen, das durchzuzocken. Die Hauptstory vielleicht schon, aber wenn, haben wir erstmal Pech gehabt. Ist halt so. So. Was haben wir denn hier? Dänische Hand und ein Bündnis würde mit der Anführerin des Sommerheers Soma geschmiedet. Ach so. Wir müssen erstmal wieder nach Hause, würde ich sagen. Wir schauen uns dann mal um auf der Karte. Das müsste eigentlich... Hier ist das. Da reisen wir mal hin. Dann müssen wir mal ins Langhaus. Ja, okay. Wir können mal sehen, ob wir genug Vorräte haben. Das Kriegerlager. Oh ja, haben wir. Sogar für zwei, sogar. So. Hier hilft dir Aedis dabei, deinen eigenen Jormswikinger auszubilden, die Jormswikinger anderer Spieler anzuwerben und deine Besatzung zu verwalten. Ja, das hat auch irgendwas mit der Trophy zu tun. Das Spiel hat 93 Trophys. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. So, das ist unser eigener Jomsvikinger. Das ist die Optik, ne?
Das ist momentan nur Optik. Rusi Goldzahn. Geschlecht ändern. Ja, ich hätte auch lieber wieder eine Frau, das ist optisch ansprechender. Ach so. Der hat, also was Waffen betrifft, das sind bessere Waffen. Wir haben Varins Arzt. Er kann aber auch die große nehmen. So. Oder sie zumindest. Ja. Zuweisen. Sesgard, die Dösige. Geschichte ändern. Nee, das bleibt so beim Namen. Gut. Jungswikinger speichern. Bist du sicher, dass du dieses Menü verlassen möchtest? Du kannst das einmal ausgewählte Geschlecht und Aussehen deines Jungswikers nicht mehr ändern. Nicht mehr ändern. Ja, das ist dasselbe Schild, was wir haben. Können wir ihm auch dieselben Waffen geben, oder was? Ich glaube, die rechten hier sind besser. Das Aussehen kann man nicht mehr ändern. Oder wollen wir hier gar nichts haben? Kann man das wieder abnehmen? Nö, sieht man ihr schönes Gesicht nicht mehr. Nehmen wir alles hier auf rechts. Bogen. So. Ja, gut. Er gibt das jetzt schon, der Trophy. Ja, es lebt. Sei gegrüßt, Eivor. Lass mich dir meine Axt leihen. Ach, von Lisa Parler. Das ist ein Freund von uns. Ein Moment. Machen wir noch mal eine Fluppe. Aber ich möchte mal Mentholhülse haben. Die von Gisel kann ich empfehlen. Die dunkelgrünen, die heißen Gisel Menthol Extra. Das mit dem Extra ist wichtig. Dann spart ihr ein bisschen Tabak. Man kann weniger Tabak reintun in die Stoffmaschine und trotzdem ist die Zigarette noch schön fest. Schön fest. Darum geht das. Wenn ihr beim King-Size-Größe vom Filterhülse Tabak reintut, dann ist sie nicht schön fest wie bei Extra, sondern so wabbelig. Das ist der Vorteil. Man kann einfach immer ein bisschen weniger reintun und trotzdem ist die Zigarette schön fest. 100 Kosten, Silber. Wäre geehrt. Meine Klinge ist immer bereit. Gibt es eigentlich noch andere? Wir haben aber noch ganz andere Ach, hier hinten ist unser, ne? Ja, was das... Ist das jetzt hier mit drin? Ne, momentan sieht man das nicht. Ja gut. Wir werden erstmal das alles hier so lassen. Was kann man hier machen? Hast du Lust auf eine Runde Erlek? Nein. Das erinnert mich an The Witcher. Wir können mittlerweile echt viele Sachen machen. Bäckerei und so kann man. Das ist bestimmt hier das. Ne, das muss man sehen. Was ist das hier? Fischerhütte.
Merton und sein Enkel Aas betreiben diese Fischerei. Sie werden dich für Fischlieferungen belohnen. Der Bau dieser Hütte schaltet die Angelschnüre frei. Na, da brauchen wir 45 von dem anderen. Dann kann man wohl angeln. Also wenn es das Spiel im Store nochmal, ich weiß ja nicht, wie viel wir schaffen bis zum 20. Dezember, dann werde ich mir das auch kaufen. Wir müssen jetzt aber bei der PlayStation bleiben, weil auf dem PC bringt das dann nichts. Wir haben ja jetzt auch den Spielstand auf der PS5. So, was ist das hier, Bäckerei oder was? Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern. Was bedeutet, dass ich fast alles besorgen kann, worum du mich bittest. Und das alles hier. Aber ich kann gar nicht viel tun, wenn ich keinen Ort zum Arbeiten habe. Wenn du mir etwas baust, kann ich sofort loslegen. Wir sehen uns bald wieder. Beehr mich bald wieder. Wo ist das? Das kann man bestimmt doch auch schon. Nee, das geht noch nicht. Das kommt später. Das kann man... Ein Moment. So. Sei meine Augen. Bruderschaftshaus. Das haben wir schon. Tätowierer. Kannst du dein Haarschiff Haarschnitt und Tätowierung... Neue Entwürfe findest du in der ganzen Welt. Stall, Pferde und diese zu deinen Raben ver... Und was ist das hier? Museum? Wacht über deine Sammlung antiker Schätze, bring ihm römische Artefakte und er wird dich belohnen. Auch nicht schlecht. Jagdhütte. Wölzer Gerber und Petra, die... Ein Moment. Jägerin wollte, dass du legendäre Tiere jagst und ihnen deine Jagdschätze im Tausch gegen Belohnung. Denn wenn wohl auf der Karte sind legendäre Tiere. Das ist die Brauerei. In der Brauerei braut Tekla das feinste Ale des Landes. Verbessert die Festmahlstärkung. Ja, und irgendwo ist hier auch eine Bäckerei. Das ist die Bäckerei. Herr Torfsbjörn, der Brotmeister, verbessert auch die Festmahl. Ja, also da würde ich erstmal lieber noch warten. Die Fischerhütte wäre geil, dann könnten wir fischen. Und was ist... Bleib stehen. Oh. Schiffswerkstatt. Schmiede ist natürlich klar, das haben wir schon. Oder haben wir eigentlich alles durch. Gut. Warum ich überhaupt hier hin wollte? Ich glaube, wir haben jetzt ein neues Gebiet. Zum Freischalten. Unsere Stärke ist bei 36. Das habe ich. Sei gegrüßt. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht im Weg sind, wenn du sie nicht brauchst. Das ist... Tatsächlich eine gute Idee. Gerald, hast du dich eingelebt? Ja, in der Tat. Deine Leute sind so gastfreundlich. Und Randvi hat mich vieles über eure Strategien gelehrt, eure Art, Krieg zu führen. Aber nicht so viel, dass du es gegen uns verwenden könntest. Nein, Gott bewahre. Trotz eurer gewaltsamen Vorstellung in Englerland habt ihr mich und meinen Vater mit Güte behandelt. Ich möchte, dass unser Bündnis Bestand hat und für etwas steht. Ganz ehrlich. Ich denke, das will er wirklich. Gut. Es freut mich, dass du deinen Platz gefunden hast. Wir wollen am Ehr reden. Die Dänen von Grantabrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Es lief nicht alles wie geplant. Gute Menschen starben. Wir haben ihre Schwüre, aber nicht ihre Bewunderung. Schade. Doch wir haben, was wir brauchen. So, das haben wir auch.
Es könnte was Neues in mich erst kommen. Aha. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarlskunar Soma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu... In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Ich behaupte nicht, Sigurd ebenbürtig zu sein. Schweig, Dag. Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Ich habe mir meinen Ruhm ehrenhaft verdient. Du redest Unsinn. Lass uns das Fest genießen. Wenn du noch nicht betrunken bist, beeil dich. Dies ist ein Fest und wir feiern Sigurds Herrschaft. Genieß es. Wie ich mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Gut, dass wir hingereist sind, ne? Da habe ich ja genau einen richtigen Riecher gehabt. Ein bisschen kenne ich mich mit dem Spiel schon aus. So, mal sehen, was hier abgeht. Kann das deinen Kampf durchstellen, Randy? Und auf! Den Randy! Oh! Alter, das ist ein Dicker. Du bist tot. Du machst dir nichts, seid ihr tot. Es ist aus. Ja, dafür wirst du leiden. Boah. Boah, Alter. Oh. Das. Ey. Bogen. Odin soll dich holen. Ey! Na, die kämpfen auch anders. Die schlagen mehrfach zu. Ja.
steht! Das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Anglia. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn. Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. So. Freilassen. Freilassen. Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Nö. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Genau. Oh. Ich werde berichten. Schick Speer hinter ihm her, dann finden wir... Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Der ist aber ganz schön frech, ne? Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf. Dann beraten wir die nächsten Schritte. Na, das war ein geiles Let's Play bis jetzt, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Ist auch ein geiles Assassin's Creed, also auf gar keinen Fall kann man da was Schlechtes sagen. Bis jetzt ist alles sehr geil. Da ist ein neuer Brief für mich. Ungebetene Gäste. Ein neues Territorium ist verfügbar, um ein Bündnis zu schmieden. Ja, deswegen sind wir hierher gekommen. Wieder der Rabe und ein Kuckuck. Ein Fluss zum Berauben. Na! Siedlung Stufe 4. Das ist immer noch zu hoch alles. Stärke 50. Das macht aber nichts. Na okay, das... Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. War hier nicht ein Brief? Nee, das ist es nicht. So.
Sigurds Brief. Zeowulfs Brief. Sigurd. Sigurds Brief. Eivor, ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Während unserer Ruf in diesen Landen wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, in ständigem Kontakt mit ihnen zu bleiben. Radvi wird jeden Brief, den du erhältst, in dieser Kiste legen, sich gelegentlich nach. Brief von Zeowulf. Ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Zeobert schrieb mir nun schon einige Male häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese Rolle eingelebt. Mein Hof steht immer hinter dir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem im Mercia befriedet dank dir. So, und jetzt müssen wir mal sehen. Hier müssen wir raus. Und hier müssen wir rein. Neues Bündnis. Grüße, Eivor. Zeobert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen. Und dich. Ich weiß. Nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. So, und jetzt mit ihr reden. Mal sehen, welches Level das ist. Das müsste eigentlich jetzt passen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So. Oh, da ist noch mehr noch da. Vorher war das hier unten immer nur und das ist Stufe 90. Jetzt haben wir hier Stufe 55. Das ist auch 90. Ja, dann würde ich sagen, East Angler, da sind die auch hergekommen. Das ist ein neues Haus. 55. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Angler kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends, der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Angler auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Ich weiß nicht, wenn man da mal einen Fehler Gut, macht. Ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Wenn man da mal einen Fehler macht, dann ist man auf Stufe 90 und kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß nicht. Wenn man mit ihr spricht, kann man es vielleicht auch wieder rückgängig machen. Wenn man dann aus Versehen mal auf 90 geht. Königmacher, stelle den dänischen Statthalter zur Rede. Mal gucken, wie weit das weg ist. Oh, das ist weit weg. Also der schnellste Schnellreisepunkt. Ja, hier sind nicht so viele Flüsse. Dann würde ich, hier oben sind zu viele Flüsse. Mit dem Pferd. Dann würde ich hier erstmal hin. Ja, und wir haben jetzt Call of Duty WW2. Das hat auch eine geile Kampagne, die soll aber ein bisschen kurz sein. Aber soll Bombe sein. Und ja, die Kampagnen von Call of Duty sind immer Bombe. Da kann Battlefield nicht mithalten. Aber wie gesagt, wollen wir mal sehen, wie viel der Multiplayer los ist. Das ist ein Schiff, ne? Das passt ja optimal. Ne, das sieht nur so aus.
Ist ja unten. Doch, ein kleines Schiff immerhin. So. Müssen wir erstmal Gas geben. Ach, da kann man sogar schneller rudern. Moment. Naja, gib mal Gas. So geht das. Oh, aufpassen. Dann müssen wir mal sehen, wo wir lang müssen. Rechts weg. Mistkram! Oh, scheiße. Jetzt habe ich was gelernt. Die Schiffe, da muss man wirklich aufpassen. Halten nicht so lange. Also die halten sowas nicht aus. Zumindest nicht die Kleinen. Ich meine, das kann hinkommen. So, aber wir können mit dem Pferd dahin reiten. Dann wollen wir mal sehen, ob wir auf der Stufe schon zocken können. Das kann sein, weil wir sind auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Und das könnte jetzt ein Vorteil sein. Hier nochmal rüber. So eine Passagen könnt ihr ja jederzeit vor- und zurückspulen bei Steam, bei YouTube, weil ich schneide meine Folgen nicht. Da zocke ich lieber mehr. Oh, kranig. So. Diese Pflanze, ne? Ne, sieht nur so aus. Oh, jetzt geht's vorwärts. Wir sind noch im Fluss. Das normale ist nichts. Eigentlich ist jedes Assassin's Creed geil. Also da kann man... Origins habe ich für euch fast komplett durch bei Steam. Let's Played. Und Odyssey habe ich auch bei Steam komplett fast durch. Let's Played. Ne, also das ist mir jetzt... Da wollen wir mal sehen. Da wollen wir mit dem Schiff durchfahren. Das ist nämlich... Obwohl, ja... Ja, man sieht auf jeden Fall. Na, komm runter jetzt hier. Sag mal, wer sappelt denn da? Ach, der hat da irgendeine kleine Quest, aber das. Stehlen. Du kannst schwimmen. So, dann müssen wir wohl... Muss man aber echt aufpassen auf dieses Treibgut. Ihr seht jetzt schon den East Angler. Ich weiß nicht, ob man sogar noch mal nach Frankreich kommt oder Italien oder sowas. Das könnte auch noch sein. Aber das wird es auf Dauer im Store günstig geben. Ich finde es aber ein bisschen merkwürdig. Oh, oh, scheiße! Nichts da. Oh. Ach du Scheiße. So, das war's jetzt aber, ne? Ubisoft hat das schon drauf, Spiele zu entwickeln.
Da sage ich dann noch was zu. Wir müssen... Na? Ne, geht weiter noch. Da hinten müssen wir hin. Im Horizont. Aber diese Map, die ist hier auch schon ganz schön groß. Ja, Watch Dogs ist auch bei PlayStation Plus Premium mit drin, der zweite Teil. Was mich bloß bei Watch Dogs immer nervt, ist das Hacken. Oh, hier ist eine Mühle. Ist das Hacken, weil wenn ich einen leichten Schwierigkeitsgrad einstelle, möchte ich da mehr Zeit haben. Aber das hat mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun. Das Hacken ist auf dem leichten und auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Trotzdem immer die gleiche Zeit und die ist zu knapp bemessen. Und sonst ist Watch Dogs, früher war das immer was ganz Besonderes. Und, aber das Hacken, das nervt mich so sehr. Sonst ist das Spiel sehr geil, so ähnlich ist es ja wie GTA oder sowas in der Art, ne? Norwig, es müssen harte Zeiten sein. Harte Zeiten, ne? So, nochmal parken hier. Zack. Nein, so nicht. Stehen bleiben. Und runter hier. So. Da sind wir. No, dann wollen wir nachher mal reingucken, wie viele Spieler bei WW2 zocken. Bei Steam sind das so, also... Wenn ihr das noch nicht wisst, es gibt eine Seite im Internet, Steam Charts oder Steam Statistiken, da kann man wirklich jedes einzelne Steam Spiel sich angucken, wie viele Leute das weltweit gerade spielen. Weil das ist ja, bei Steam kann man das auch nachschauen, aber nicht jedes Spiel wird angezeigt, wie viele Spieler da spielen, weil Steam hat ja bestimmt über 10.000 Spiele. Und viele Call of Duties werden gar nicht angezeigt. Und das ist ja wichtig, wenn man sich ein Call of Duty auf dem PC kaufen will. Da möchte man ja wissen, ob das im Multiplayer noch gespielt wird. Und da gibt's Steam Charts, heißt glaube ich die Seite. Da könnt ihr oben in die Suchleiste einfach das Spiel eingeben. Und dann seht ihr aber auch von Release bis aktuelle Datum, wie viele das mal gespielt haben, meinetwegen in 3 oder 5 Jahren. Das ist ja alles festgehalten. Mhm. Ja, und so bei Steam, Call of Duty WW2 wurde jetzt auch nochmal ein Sale für 20 verkauft, waren so 400-500 Spieler oder 300 Spieler. Aber ich glaube, auf der PlayStation sind das mehr. Wie viele auf der PlayStation spielen, weiß ich nicht. Weil, also bei Black Ops 2 ist das früher, glaube ich, sogar im Multiplayer angezeigt worden. Da war eine Weltkarte und da konnte man ganz genau sehen, wo am meisten gespielt wird, auf der Welt sogar. Das war eine Weltkarte mit so goldenen Punkten wie hier jetzt. Ja, kann ich mich noch dran erinnern, das müsste der zweite Teil gewesen sein. Der ist übrigens von der PS3. Und Black Ops 2 kann ich jetzt leider nicht auf der PS5 spielen, weil die Disc-Version von meiner PlayStation schluckt ja nur PS4-Spiele. Und insofern auf dem PC gibt's Black Ops 2, hätte ich mir auch kaufen können anstatt Battlefield, aber da kann man es mit Controller spielen. Ja. Ja, Black Ops 1 kann man auch mit Controller spielen und das habe ich bei Steam. Und das wird sogar noch mehr gespielt, Black Ops 1, als Black Ops 2. Ja, und wir werden heute auf jeden Fall bei WW2 reinschauen. Zombie-Modus soll sehr hart sein bei WW2. Aber das ist ja auch nicht schlecht. So, aber wie gesagt... Wenn hier am 20. Dezember Valhalla rauskommt, da werden andere Ubisoft-Spiele für reinkommen. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Ja, ich muss mir das abgewöhnen. Ich schaue sonst immer sehr viele YouTube-Videos.
über alle möglichen verschiedenen Bereiche. Also ich habe in den letzten 5 Jahren, das habe ich mir mal ausgerechnet, bestimmt 10.000 Videos gesehen. Also mein Wissensschatz ist schon ziemlich hoch. Obwohl viele sagen würden, ich bin Verschwörungstheoretiker. Aber das ist ein Kampfbegriff, um uns zu diffamieren. Aber das solltet ihr eigentlich wissen. So, empfohlene Stärke 55. Dann wollen wir mal sehen, was hier abgeht. Jetzt wollen wir erstmal einen Schnellreisepunkt haben. Dann müsst ihr da oben auf der Kirche sein. Ja. Ja, also ganz ehrlich, also wenn man jahrelang YouTube schaut, dann ist eigentlich jeder, der das macht, ein Verschwörungstheoretiker. Weil zwangsläufig trifft man auf so eine Videos vom Weltgeschehen und so, ne? Da wird wahrscheinlich immer noch irgendeiner sagen, dass es die Freimaurer zum Beispiel gibt, ist eine Verschwörungstheorie. Naja gut, das ist ein Geheimbund. So ähnlich wie bei uns hier beim Valhalla hier die Orden. Das ist auch ein Geheimbund mit Ränge und sowas alles. Ja, man kann sich bei YouTube immer noch ganz gut bilden. Obwohl schon vieles zensiert ist. Aber man kann immer noch viel rausbekommen. Mehr auf jeden Fall als im Fernsehen. Fernsehen ist für mich nichts mehr. Und Filme habe ich bei Amazon Prime und so. Ja. So, auf dem großen Kreuz. Zack. Da ist das Langhaus. Aber wenn man jetzt hier runterspringt, das wäre ja falsch, ne? Da unten ist so ein Teil, ne? Oder da? Also da muss man lieber nochmal vorher speichern, weil da, wo sie am Ende steht, das ist nicht unbedingt der Punkt, wo man am Ende runterspringen sollte. Der wäre nämlich hier und das passt ja gar nicht. Müssen wir so machen. Oh, siehst du? Na nee, das machen wir noch. Naja gut, wir können uns auch noch heilen oder so, aber das habe ich euch ja gerade gesagt. Das war bei anderen Assassin's Creed anders. Der müsste das sein. Was ich auch gern gucke bei YouTube ist Adlerson. Und ja gut, in Forza Rico ist er auch immer mit am Start. In Forza Rico ist auch gut. So, ich würde eher sagen, wir springen hier runter. Ja, da hier passt das. Das muss man von oben schon genau abpassen. Ja. So. Mal sehen, was hier abgeht. Die Show. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Ich schicke mich selbst. Sagen wir, Halfdan hätte mich geschickt. Warum sitzt kein König auf East Englers Thron?
Wer du auch bist, ich will wissen, warum kein König auf dem Thron von East Angla sitzt. Weil der entsprechende Mann noch nicht vermählt ist. Sobald er heiratet, hat East Angla seinen König. Viel mehr aber auch nicht. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich. Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ich hoffe, das reicht noch von der Aufnahme. Wir haben jetzt 56 Minuten. Von Elmenham. Vor 57 Sekunden. König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Die Geschichte von Tarn Oswald. Die Sachsen, das müssten die Germanen gewesen sein, auf jeden Fall Sachsen, ist ja in Deutschland. Oswald und sprich mit ihm. Ja. Das passt doch genau von der Aufnahme. Wir haben jetzt 58 Minuten. Das zeigt die PlayStation 5 immer an. Also man kann ja eine Stunde aufzeichnen. So. Zack. Ach, mehr passen nicht. 20 Stück, ne? Na, noch einmal überschreiben. So. Ja, meine lieben Freunde. Ich werde mir jetzt einen Mate-Tee machen. Nach diesem Kaffee noch. Der pusht dann nicht so stark wie ein Kaffee, aber länger. Also so 6 Stunden könnt ihr damit rechnen. Ich habe mir jetzt auch einen schönen Kaffee gekauft bei Amazon. Neue Himalaya Zahnpasta ohne Fluorid und alles natürliche Stoffe drin. Die benutze ich schon ziemlich lange und das erspart euch einen Zahnarzt. Mir zumindestens. Und was habe ich noch bestellt? Filtertüten, ja. Ja gut, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich fand sie sehr geil. Ja, und als nächstes schauen wir gleich mal bei Call of Duty rein. Alles klar. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo raushauen, Glocke anmachen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und bald haben wir die 1000er Marke an Abonnenten geknackt. Das ist für mich ein riesen Meilenstein. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das bald geschafft haben, die 1000 Abonnenten. Wenn ihr weiter mit am Start sein wollt, dann tut das ruhig. Ich habe über 2000 Videos hochgeladen. Da ist für jeden was dabei. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.